Au, das ist eine Schwere. Das ist Christina von Lahm. Heute will ich euch mal bedrehthalle, aber bevor ich anfange, wollte ich euch noch so, wenn euch meine Sachen interessieren, da könnt ihr meinen Kanal völlig umsonst abonnieren und da unten auf die Glocke drücken und da werdet ihr jedes Mal informiert, wenn es was Neues gibt. So, alleweil geht's los. Hello! Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Doch was er da erleben tut, das ist auch manchmal gar nicht gut. Für 2 Jahre war die Liesel froh, denn sie hat Post vom Reisebüro. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Sie können mit uns zu einer Rundreise nach Zypern kommen. Für 2 Personen, das ist der Hit. Da dachte sie gleich, wen nimmt sie mit? Da fiel ihr die Christina ein. Wir 2 auf Reisen, das könnte lustig werden. Im März, April rief sie mich an. Willst du mit mir nach Zypern fahren? Umsonst? Ich war gleich Feuer und Flamme. Aber wie sollte ich da sonst auch nur Zypern kommen? Liesel, das machen wir. Das ist keine Sache. Du hast die Reise gewonnen und wir 2 können uns jetzt ins Fäustchen lachen. Besprochen war's, gesagt, getan, meldete die Liesel uns beim Reisebüro an. Dann kam dann bald ein Brief zurück. Wir gratulieren zu Ihrem Glück, doch bevor Sie zu der Reise starten, sind noch diverse Kosten zu erwarten. Zu der Reise zählt wie immer Übernachtung im Doppelzimmer und Frühstück gibt es vom Buffet. Doch muss man abends essen gehen und wenn kein Lokal ist in der Nähe, dann guckt man dumm. Drum sollte man sehen, dass man die Halbpension noch bucht. Auch Einzelzimmer, falls man Ruhe sucht. Doch die waren extra zu bezahlen. Genauso wie auch die Gebühr vom Flughafen. Da dachte mir, egal, die Fahrt ist trotzdem billig und wir bezahlten. Zunächst noch willig. Das Hochglanzprospekt von dieser Reise versprach Besichtigungstouren zum günstigen Preise. Und wenn man sich entspannen will, ganz cool, dann bleibt mir halt im Hotel am Pool. Ich war zunächst noch ganz begeistert. Ich habe mir gedacht, das wird sich doch lohnen. Auf nach Zypern, dort wo die Götter wohnen. Und Rundreisen liebe ich ohnehin. Da ist normal für jeden was drin. Man sitzt im Bus und wart gespannt, was man so sieht vor Leut und Land. Zu diesem Zeitpunkt, ihr liebe Leute, waren wir noch nicht so schlau wie heute. Wir dachten auch, es lag auf der Hand, Zypern, das ist ja Griechenland, zumindest der Teil, in dem wir uns bewegen. Doch damit haben wir komplett daneben gelegen. Wir dachten, ach, das ist nicht weit, so ein Flieger fliegt 4 Stunden heute, dann machen wir es uns gemütlich, schlungern ein bisschen rum und tun uns gütlich. An dem, was Küche und Keller so biete, doch das war leider nur die halbe Miete. Unsere Tagträume sind je zerplatzt. Die hat uns ein weiterer Brief vom Reisebüro verpatzt. Sie fliegen mit Turkish Airlines über Istanbul und haben dort 5 Stunden Aufenthalt, bevor der Anschlussflieger kommt. Das fanden wir dann nicht so cool. Doch was wollten wir jetzt machen? Wir steckten schon zu tief in dieser Sache. So saßen wir da und haben beschlossen, uns von dem Reisebüro den Spaß nicht verderben zu lassen. Es kommt, wie es kommt, wir nahmen es hin. Da kam mir plötzlich in den Sinn, dass man am besten beim Auswärtigen Amt mal fragt, ob eine Reise nach Nordzypern überhaupt auch in Ordnung geht. Wie sicher das da ist, Mann oh Mann, weil man ja alles nicht wissen kann. Es stellte sich mir auch die Frage nach der allgemeinen politischen Lage. Ich meldete mich in Berlin als Auslandsreisende an, damit man mich bei Unruhen auch sofort wieder da rausholen kann. Und ich erfuhr, man braucht einen Stempel im Reisepass, den gibt's am Ziel und den benötigt man ganz dringend, wenn man dann wieder ausreisen will. Die Liesel sah das Ganze praktisch und stellte ihre Fragen taktisch. Wir haben uns befreit und haben festgestellt, als Währung nehmen die auch unser Geld. Und Schokostecker sollst du geben, weil auf dieser Seite jo die Türke lebe. Ich rief extra noch Stotze Erhard an,
denn der ist für Türkei-Reisen der richtige Mann. Der kennt sich aus mit Land und Leut und ich habe mich auch echt gefreut. Schokostecker gibt's, was ein Spaß, da kann ich ja mein Handy laden, klasse. Als nächstes kam uns in den Sinn, wie kommen wir überhaupt zu dem Flieger hin? Wer fährt uns nach Frankfurt zum Flughafen raus? Mein Freund, der kennt sich in Frankfurt doch aus. Der Guido wollte uns auch gleich fahren, das war kein Witz. Doch der hat in seinem Auto ja nur 2 Sitz und wenig Platz im Kofferraum. Das wird so nix aus der Traum. Da sprach ich gleich den schicksalsschweren Satz. In meinem Twingo ist enorm viel Platz. Du passe 3 Leute locker nennen und Koffer auch ihr Liebe kennen. Gesagt, getan, so wird's gemacht. Die Liesel hat ihren Koffer nach Lorheim gebracht und dann musste mir erst mal sehen, wie passe mir alle 3 mitsamt unserem Gepäck in den kleinen Twingo nennen. Ich sprang gleich auf die Rückbank mit einem Satz. Der Twingo hat nämlich henne richtig viel Platz. Neben mir die Koffer und im Kofferraum noch der ganze Rest vom Gepäck, was ein Traum. Türen zu, auf los geht's los und der Guido ist mit uns über die Autobahn gerost. In Frankfurt endlich angekommen, hat uns der Sicherheitsdienst gleich in Empfang genommen. Bei mir wegen zu viel Speck machte man sogleich einen Bodycheck. Adi dachte, um mir wäre nicht alles echt, das Kind jo gar nicht sei. Und ich hätte auch bestimmt was Gefährliches dabei. Ich dachte mir, ich hätte es überstanden. Da wär's die Liesel schon ganz warm. In ihrer Tasche war eine Cremedose mit Glycerin. Da gab's bei der Kontrolle Sprengstoffalarm. Jetzt kam auch noch die Bundespolizei. Ei, ist das hier nicht bald vorbei? Zum guten Schluss war nichts passiert. Aber, und es ist kein Spaß, es fehlten Liesels Tickets und ihr Pass. Sie lief wieder zum Bahn zurück und es fand sich alles, was ein Glück. Dann flogen wir endlich, so hatten wir uns das vorgestellt, zunächst mal nach Istanbul, denn dort trifft sich die Welt. Mitten in der Nacht in Istanbul auf dem Flughafen war sie wirklich cool. Ein Riesenkasten und alles ganz neu. Aber welche soweit, was ein Theater. Ich hatte ja später noch tagelang Muskelkater. So schnell waren wir aus dem Flieger gerannt. Also gab der Abflugsort viel zu spät bekannt. In Zypern bei der Einreise habe ich mich dann gesteigert, weil sie haben mir den Einreisestempel verweigert. Sie mahnte, go, 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 mir sollte gehen. Im Reisepass war nichts zu sehen. Von dem Moment an habe ich droh gezweifelt, ob sie mich auch wieder haben lasse. Das war ganz verteufelt. Jedenfalls kam mir dann morgens gegen 3 nach 17 Stunden Reisezeit im Hotel auf Zypern an. Eieiei. Vor welche hatte die Sugarstecker und ein Muezzin statt ein Wecker. Der rief um 6 vom Minarett, ob mir jetzt nicht einmal Zeit zum Beten hätte. Gerade geh immer in der Moschee, die konnte mir dann groß aus dem Fenster sehen. Auf jeden Fall war mir jetzt wach und wartete gespannt auf den Tag. Die Reiseleiterin hatte uns bestellt und zum Begrüßungstrink hatten sich alle eingestellt. Zur Info über das Ausflugsprogramm, da fing der Zares so richtig an. 160 Euro für Ausflugsfahrten pro Person wären zu erwarten. Noch dazu kassiert sie gleich hier die 60 Euro Abschlussgebühr. Und wem das nicht passt, o weh und o kraus, dem stellt sie für den Rückflug keine Bestätigung aus. Im Hotel am Pool bleiben geht auch nicht, denn das wäre ja blöd, weil der Bus abends zum nächsten Hotel weiterfahren tät. Und außerdem wäre eieiei ein Besuch beim Teppichhändler, in der Goldschmiede und beim Lederhersteller mit dabei. Das wären die Sponsoren dieser Reise. Und wenn man die erstmal antritt, dann müssten wir auch zu denen Geschäfte mit. Man könnte zwar auch draußen warten, wenn die Verkaufsshow drinnen läuft. Aber die Freihandelszone ist Militärsperrgebiet.
und mir weiß nicht, was dort mit den Touristen geschieht. Um vier letzte Omen wär unbeflisse ein Folkloreabend mit inbegriffen. Für 50 Euro pro Person wär mir dabei. Dode vier wären sogar die Getränke frei. Liesels Puls war auf 200. Was soll ich euch sagen? Sie war sowas von sauer, man kann's kaum noch ertragen. Und so fing sie mit der Reiseleiterin an, sich henne, und die anderen Teilnehmer ließen sich nicht henne fenne. Von Betrug und Abzocke war die Rett, und dass man die Gewinner der Reise zum Bock gedau hätt. Aber mitgefangen, mitgehangen, es half alles nix. Man musste zahlen und man musste auch überall mit. Ich hab mich tapfer gehalten, denn ich hatte dem Guido versprochen, ich kaufe nix, denn der hatte ham schon den Braten gerochen. Obwohl mir die Teppiche in der Fabrik sehr gut gefallen hun, hielt ich mich zurück. Naja, um ehrlich zu sein, der fliegende Teppich, der war der Best, viel schöner noch als all der Rest. Aber für mich war der eh nicht zugeschnitten, wenn ich mich da drauf gesetzt hätt, aber der wär sowieso nicht geflohen. Zulässiges Gesamtgewicht überschritte. Dann beim Gold gefiel mir ein Ringlein fein. Das sollte für 2.800 Euro sein. Nach langem Feilschen hin und her kostete er nur 800 Kröte. Aber da kam dann die Liesel ins Spiel, um mich vor denen Nepper zu retten. Das war aufregend, das kann ich euch sagen. Sowas brauche ich kein zweites Monat mehr zu machen. Beim Leder war ich schon abgeklärt und hab gleich alle Annäherungsversuche abgewehrt. Es waren natürlich auch Leute im Bus, die überall was kaufen mussten. Zum Folkloreabend wollte keiner mehr fahren und mir dachte auch, das Geld konnte mir uns sparen. Anstatt für 3 Cola 50 Euro zu berappen, um zu gucken, wie die Tänzerinnen mit ihren Bäuchen wackeln, sind wir daheim geblieben und haben uns gedacht, brauchen wir selber und wackeln können wir auch, das wäre doch gelacht. Es gab aber noch so ein paar schöne Sachen, die konnten wir auf Zypern auch noch machen. Die kosteten natürlich extra, sowieso. Doch darauf kam es auch schon nicht mehr um. Zur Wellness waren wir dann mehr zwei, im Hammam, es war sonst keiner mehr dabei. Gottsche, war's ein Spaß, da war mir von oben bis unten nass. Und die Mädchen, die verstanden auch keinen Spaß, die schüttete an die Schüssel Wasser mit Schwung ins Gesicht, ich bekam keine Luft mehr. Das mahne die also, wenn man von Waterboarding spricht. Ansonsten gab es viel zu sehen, vor allem Ruine, wo die Steine nicht mehr aufeinander stehen. Und wir erfuhren viel von der Geschichte, das tut die Reiseleitung uns berichte. Bereits die Apostel vor 2000 Jahren sind mit dem Schiff nach Zypern gefahren. Andreas und Paulus und Barnabas, die hatten damals schon ihren Spaß. Garantiert. Und das bei 35 Grad im Schatten, was mir auch nicht erwartet hatte. Angeblich war es auf Zypern Winter mit milde 25 Grad. Da sieht man mal, was die Erwärmung vom Klima Deutschland angerichtet hat. Egal. Jedenfalls war eine große Hitze und damit ich nicht so viel schwitze, hatte ich mal Jeans, die ist ganz dünn und zur Belüftung waren da Löcher drin. Wir waren auch gerade bei den Ruinen von Salamis im Dünensand. Die Reiseleitung tat Berichte von einstiger Hochkultur im Land. Auf Amor guckt so ein alt dumm Dunsel ganz blöd mehr Hose o, dreht sich zu ihrer Schwägerin und seht mit schrägem Seitenblick auf mich. Für diese Reise braucht man Bildung. Die mit der Jeans versteht hier nix. Zunächst war ich ja tief beleidigt, dass man mir nix hat zugetraut. Doch dann dachte ich, egal, ich mache ka Bosse und hunse Moschee in ihrem Klave gelosse. Da sieht man's mal wieder, es ist nicht zum Lachen. Die Leute denken immer noch, dass nur Kleiderleute machen. Jedenfalls haben wir auf Zypern viel gehört und gesehen und im Nachhinein war es ja auch ganz schön. Der letzte Tag war wirklich cool. Wir blieben im Hotel am Pool, das lag direkt am Meeresstrand, gerade wie es in den Prospekten stand. Und abends bei Vollmond und der Palmen, es war eine Pracht. Das hatte die Reiseveranstalter doch mit Absicht gemacht. Ein einziger Tag war so wie angepriesen.
Den konnte man dann auch vor dem Abflug genießen. Dann ging's wieder heim. Wie gehabt, gar nicht cool mit nächtlichem Aufenthalt in Istanbul. Auf dem Airport morgens um 4 dachte ich, es wäre doch ganz nett, wenn ich schon mal meine Tablette für den Dorf genommen hätte. Kaum hatte ich sie runtergeschluckt, sind ich auch schon zusammengezuckt. Denn da fiel mir ganz heiß in, oh wei, da war jetzt ein Wassertablett mehr dabei. Und in einer Stunde wollte mir starten. Und es passierte, was jetzt alle erwarten. Gott sei Dank hatte der Flieger Jon Klo, war sein Gewinn. Da musste ich auf dem Rückflug, da feier mo hin. Doch es half alles nix, sich aufzuregen. Zum Glück gibt's im Flugzeug nicht so lange Wege. Von Frankfurt ging es dann nach Hause. Mit Liesels Schwiegersohn Mike und der Sabrina, was für eine Sause. Die sagten, seit 30 Minuten warte mir hier. Für 30 Euro Parkgebühr. Und dann ging's auf die Autobahn, schnell wie der Blitz, sind wir zurück nach Lörheim geflitzt. Ich saß Henne in dem Auto drin und hab gebebt. Grad hab ich 8 Tage Nordzypern überlebt. Jetzt fahr ich Henne im Auto mit und überlebe vielleicht, da haben wir es nicht. Mir könnte euch noch stundenlang berichten vom Urlaub, so manch lustige Geschichte. Doch ich wollte euch eigentlich heute nur warnen, ihr liebe Leute, falls ihr euch gerade mal über eine gewonnene Reise freut. Bucht gleich all-inclusive und pauschal, dann sind wenigstens die Preise halbwegs normal. Und vergleicht vorher mal die Preise. Und Augen auf bei Kompassreisen. Hello!